Am Flughafen von Manchester werden die Passagiere bis auf die Haut durchleuchtet. Nacktscanner sollen verhindern, dass Fluggäste Waffen oder Sprengstoff an Bord schmuggeln. Ob ein Kugelschreiber in der Jacke oder ein verdächtiges Paket in der Unterhose, dem Sicherheitspersonal entgeht nichts. Die Passagiere werden mit den Händen an den Schläfen 7 Sekunden lang durchleuchtet. Das Bild wird dann in einen anderen Raum, in einem anderen Teil des Flughafens ausgewertet. Die Methode ist in Europa umstritten. Frankreich oder Spanien etwa finden, Spürhunde oder das Abtasten durch Sicherheitskräfte reichten aus, um Sprengstoff oder Waffen zu finden. Datenschützer sehen in der Abbildung von Körperkonturen eine Verletzung der Intimsphäre. Das Europaparlament fürchtet Gesundheitsrisiken wegen der Röntgenstrahlung. Und die Scanner sind auch längst nicht allen Fluggästen geheuer. Wenn wir anfangen, das als normal zu betrachten, wo wird das hinführen? Irgendwann spazieren wir nackt durch die Gegend. Eine Leibesvisitation ist doch viel intimer und verletzender, als wenn jemand deinen Körper auf einem Bildschirm betrachtet. Ich halte die Scanner für eine gute Idee. Für die Befürworter bringen Körperscanner mehr Sicherheit im Luftverkehr und schnellere Kontrollen an den Flughäfen. Hundertprozentigen Schutz vor Anschlägen garantieren jedoch auch Nacktscanner nicht. Sie sind nur eine zusätzliche Maßnahme. Die Leute fragen sich, ob ein Nacktscanner den Anschlagsversuch in Detroit verhindert hätte. Womöglich hätte er das. Aber bis wir endgültige Sicherheit haben, brauchen wir weitere Erfahrungswerte. In Deutschland sollen noch in diesem Jahr neuartige Scanner an Flughäfen getestet werden. Dabei erscheinen die Passagiere nicht völlig nackt auf dem Bildschirm wie in Manchester, sondern nur ihr Umriss.